بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister im Islam. Heute biiznillahi azza wa jal wieder mit der Sira unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heute werden wir uns wieder insha'Allah ta'ala mit seinem Leben auseinandersetzen und wir werden dort anknüpfen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und zwar haben wir uns das letzte Mal mit der Geburt unseres edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschäftigt gehabt. Und heute insha'Allah ta'ala beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Ereignissen bis ungefähr zu seinem 12. Lebensjahr. Ich habe versucht, bis zur Bi'athe, bis zu dem Zeitpunkt zu kommen, heute, wo er Prophet geworden ist, aber ich habe gemerkt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit oder ich werde das einfach nur herunterrattern, ohne wirklich auf die einzelnen Ereignisse eingehen zu können. Deswegen habe ich mich auf einige Ereignisse beschränkt, welche bis zum 12. Lebensjahr unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehen. Weil es geht uns immer darum, dass wir auch die wichtigsten Lehren aus der Sira unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ziehen. Wir hatten ja das letzte Mal über seine Geburt gesprochen gehabt. Jetzt ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf der Welt. Und es gibt insgesamt 4 Frauen, welche die Ehre hatten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu stehen. Insgesamt 4 Frauen. Die erste dieser Frauen ist natürlich seine Mutter Amina bint Wahb, über die wir ja das letzte Mal ausreichend gesprochen hatten. Die zweite, und das ist sehr interessant, ist Thuwaiba. Und Thuwaiba ist die Maulat seines Onkels von Abu Lahab, also seines Onkels Abu Lahab. Und was heißt Maulat? Weiß jemand, was eine Maulat ist oder ein Maula ist? Wenn man von einem Maula spricht? Ein Maula ist, was? Abid, genau, ist ein Sklave, der freigelassen wurde. Ein Maula ist ein Sklave, der freigelassen wurde. Und er heißt Maula, warum? Weil der Herr, der ihn freigelassen hat, ihm sehr, sehr nahe steht. Diesem Sklaven. Und Maulat ist die weibliche Form. Und diese Frau hieß Thuwaiba, welche Sklavin bei seinem Onkel Abu Lahab, der später zu seinem Erzfeind werden sollte, gewesen ist. Und sie hat ihn direkt nach seiner Mutter gestillt. Die dritte Frau, mit der wir uns heute etwas ausführlicher beschäftigen werden, ist Halima bint Abi Thuaib al-Sa'diyya. Und auf sie kommen wir gleich zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Und die vierte Frau ist eine Frau, die namentlich, zumindest habe ich nichts gefunden, nichts erwähnt wird, ebenfalls von demselben Stamm der Banu Sa'd, von dem auch Halima al-Sa'diyya abstammt. Und interessant ist, dass sie ebenfalls einen Verwandten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestillt hat, nämlich seinen Onkel Hamza ibn Abd al-Muttalib. Also unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde von insgesamt 4 Frauen gestillt. Und jetzt kommen wir insha'Allah ta'ala zu der wichtigsten dieser Persönlichkeiten, welche die Ehre hatten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu stehen, und zwar für eine längere Zeit, welche ihn am allerlängsten gestillt hat, nämlich Halima al-Sa'diyya. Und Halima al-Sa'diyya, wie auch schon ihr Name sagt, ist eine Frau von dem Stamm der Banu Sa'd. Und es war damals in Mekka üblich gewesen, dass man seine Kinder, wenn sie neu auf die Welt gekommen sind, nach kurzer Zeit
einer Stillamme übergibt, welche für ein oder zwei Jahre dieses Kind stillen soll. Aus welchem Grund? Wir müssen uns Mekka verstehen oder wir müssen uns Mekka vorstellen als eine Stadt, welche schon in der vorislamischen Zeit ein Zentrum auf der arabischen Halbinsel gewesen ist. Das heißt, die Menschen sind dorthin gepilgert. Und sie kamen vom Norden der arabischen Halbinsel, vom Osten der arabischen Halbinsel, natürlich auch vom Westen, aber Mekka liegt ja relativ weit im Westen, und natürlich auch aus dem Süden der arabischen Halbinsel, aus dem Jemen. Es kommen ganz unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Stämmen. Sie kommen alle nach Mekka. Und wie es in Großstädten so der Fall ist, oder gerade in Städten, wo es viele Menschen gibt, eine hohe Fluktuation an Menschen, die immer wieder kommen und gehen, können sich dort leicht Krankheiten verbreiten. Und die Mekkaner hatten Angst gehabt um ihre neugeborenen Kinder, dass sie sich durch eine Epidemie, die sich dort ausbreitet, in Mekka einstecken könnten. Und dementsprechend haben sie ihre neugeborenen Kinder direkt nach der Geburt Stillammen übergeben. Und einer der Stämme, der Nomadenstämme, der immer wieder kam, um dann die Kinder der Mekkaner zu nehmen, um sie für ein oder zwei Jahre zu stillen, ist der Stamm der Banu Sa'd gewesen. Es war ein Nomadenstamm gewesen, die in der Wüste gelebt haben. Und dort konnten sich die Krankheiten nicht so leicht ausbreiten. Aber es gab noch eine andere wichtige Sache. Und zwar wollten die Mekkaner, dass ihre Kinder von klein auf an mit der Natur und mit der Reinheit der Natur in Kontakt kommen. Und sie wollten ebenfalls, dass ihre Kinder die arabische Sprache, so wie sie wirklich gesprochen wurde, ohne dass sie in irgendeiner Weise vermischt werden sollte mit anderen Dialekten, dass ihre Kinder die arabische Sprache von klein auf an richtig erlernen. Und dementsprechend haben sie auf ihre Kinder in den ersten ein oder zwei Jahren verzichtet. Das ist natürlich keine einfache Sache. Und jeder, der selbst Kinder hat, weiß, dass gerade die Zeit die schönste Zeit überhaupt ist mit den Kindern. Aber sie haben darauf verzichtet, damit ihre Kinder mit der Natur in Verbindung kommen. Und ich denke, dass das auch für uns heutzutage durchaus ein aktueller Brauch sein könnte. Und zwar gerade wir als Stadtkinder, die hier aufwachsen in einer Stadt, in einer Großstadt, haben häufig sehr, sehr wenig Kontakt zur Natur. Und viele Kinder wissen überhaupt nicht, was Natur bedeutet. Und es gibt sehr, sehr viele Kinder, die nie aus ihrem Viertel herauskommen. Das heißt, sie waren noch nie irgendwie in einem Wald gewesen, vielleicht einmal mit der Schule einen Ausflug. Aber sie waren noch nie wirklich in der Natur gewesen. Und ich persönlich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man auch die Kinder immer regelmäßig hinausführt in die Natur, wo sie erstens dann mal auch gesunde Luft bekommen, genauso wie es auch die Mekkaner bekommen. Und was viel, viel wichtiger ist, dass sie auch mal sehen, dass es ein Leben außerhalb der Großstadt gibt. Dass sie sich vielleicht auch mal Gedanken machen können. Und hier ist auch nochmal ganz wichtig, die Erziehung der Kinder, dass man sie aufmerksam macht auf die Zeichen Allahs in seinem Universum. Allah subhanahu wa ta'ala erfordert uns immer wieder auf, uns Gedanken zu machen über die Natur, über sein Universum, welches er erschaffen hat. Allah ta'ala, er sagt, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht sind wahrlich Zeichen für Menschen, die einen Verstand haben, dass ich einfach mal auch meine Kinder, meine jüngeren Geschwister auf die Natur aufmerksam mache, wie schön Allah subhanahu wa ta'ala diese Natur erschaffen hat. Gerade in einer Zeit, wo die meisten Kinder, und das merke ich ja bei meinen eigenen Kindern, mit dem iPhone oder mit dem Samsung und dem Handy aufwachsen und kaum noch Bezug haben zur Natur und zur Realität. Gerade in dieser Zeit ist es unglaublich wichtig, dass man einfach aus dem Alltag herauskommt und sich Gedanken machen kann über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala und wie schön die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala doch ist. La'ayatin li'ulil albab sind wahrlich Zeichen für Menschen, die einen Verstand haben. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Jene, welche Allahs Gedenken im Stehen und, und im Sitzen und auf ihrer Seite liegen. Und sich Gedanken machen über die Schöpfung der Himmel und der Erde. Das kann ich in einer Großstadt nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann mich erinnern, mein Vater im Irak, er hat einmal gesagt, damals waren wir auf dem Dach gewesen und haben einfach auf dem Dach geschlafen und uns die Sterne angeschaut. Das kannst du hier überhaupt nicht machen. Durch die vielen Lichter und siehst du kaum noch Sterne. Und einfach dieses Gefühl haben, ich bin einfach mal jetzt direkt mit der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala in Kontakt und nicht mit irgendwelchen Geräuschen, die mich davon ablenken. Eine unglaublich wichtige Angelegenheit. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْ فِيهَا, über diese Verse. Wehe demjenigen, der diese Verse liest und sich keine Gedanken über sie macht. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt an anderer Stelle, تَفَكُّرُ سَاعَ, ja, dass ich mir eine Stunde Gedanken mache und nachdenke und nachsinne, ist besser als, dass ich eine lange Zeit Ibadah mache. Und auf jeden Fall, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte auch genau diesen Brauch mitmachen. Und es wird jetzt überliefert, dass Halima al-Sa'diyya mit ihrem Ehemann und den anderen Frauen nach Mekka gekommen ist. Und sie ritt auf einer Eselin, also sozusagen einen weiblichen Esel, der schon sehr abgemagert gewesen war und sehr erschöpft gewesen war und war immer ganz hinten bei der Gruppe gewesen und hinkte immer hinterher. Auch hatte sie kaum Milch gehabt. Warum? Weil sich alle Historiker der Sira, die sich mit der Sira auseinandergesetzt haben, darüber einig waren, dass das Jahr, in dem Halima al-Sa'diyya unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam abholte, ein Jahr der Trockenheit gewesen ist. Also die Tiere hatten kaum etwas zu futtern gehabt und dementsprechend hatten auch gerade die Nomaden, die ja in der Regel von der Milch ihrer Tiere gelebt haben, der Milch der Ziegen und der Kamele, hatten sie kaum etwas zu essen gehabt. Und Halima al-Sa'diyya hatte kaum Milch in ihrer Brust gehabt. Und die Milch reichte gerade mal für ihren eigenen Sohn aus. Aber sie waren in gewisser Weise darauf angewiesen. Und sie kam jetzt in Mekka an, etwas verspätet. Und die Frauen, die schon vorher angekommen waren, haben sich extra die reichen Kinder ausgesucht. Und als sie ankam, war kein Kind mehr vorhanden gewesen, außer einem einzigen Kind. Ein Waisenkind, was nicht besonders attraktiv gewesen ist. Und wir dürfen eines nicht vergessen, das hatten wir letztes Mal gesagt gehabt. Obwohl unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam aus einer edlen Familie stammte, war seine Familie nicht reich gewesen. Und der Vater ist gestorben. Sie waren zwar angesehen, aber sie waren nicht reich gewesen. Edle Abstammung, aber hatten kein Vermögen. Und Halima al-Sa'diyya wollte schon ohne Kind zurückkehren, aber hat sich dann gesagt, für Allah subhanahu wa ta'ala, ich nehme einfach mal dieses Waisenkind mit, auch wenn ich von ihm vielleicht finanziell nicht profitieren werde, vielleicht wird er uns Segen geben und genau das sollte eintreten. Und hierin liegt eine wichtige Lehre für uns. Und zwar, wenn du bereit bist, etwas für Allah zu tun, dann sei dir sicher, Allah, er wird es dir vielfach zurückgeben und das sollte auch geschehen. Ist nicht die Vergeltung für die Güte und für die gute Handlung nicht ebenfalls die Güte und dass Allah Ta'ala dir etwas Besseres dafür zurückgibt? So ist das immer. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit sein soll, sei dir sicher, du wirst es zurückbekommen. Früher oder später. Ja, vielleicht merkst du es gar nicht, dass du es zurückbekommst. Beispielsweise der Mann, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überlieferte, der auf dem Weg gewesen ist und dann einen Ast abbrach, der dem Menschen den Weg versperrte, weil er sie hätte verletzen können. Beim Reiten, jemand, der den Ast nicht sieht, könnte sich verletzen. Und er bricht diesen Ast einfach ab, um halt, wie gesagt, den Weg frei zu machen. Allah Ta'ala, er dankt ihm, indem er ihn vergibt. Meine Frage an euch, wusste dieser Mann in diesem Moment, dass Allah ihn vergeben wird?
Hat er das erfahren noch zu Lebzeiten, dass Allah ihm vergeben wird? Nein, unser Prophet berichtet, Allah hat ihm vergeben. Aber er weiß es ja nicht. Er wird das erst wann erfahren? Am jüngsten Tag. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es kann sein, dass du eine gute Tat tust und dass du gar nicht weißt, was du dafür für einen Lohn von Allah erhalten hast. Vielleicht wirst du das erst am jüngsten Tag erfahren. Dass dir Allah sagt, ich habe dir aufgrund dessen vergeben. Die Frau, die prostituiert war von den Kindern Israels, wir kennen die Geschichte, die dem Hund etwas zu trinken gab aus ihrem Stiefel. Unser Prophet sagt, Allah vergab ihr all ihre Sünden. Wusste diese Frau zu Lebzeiten, dass Allah ihr vergeben wird? Nein. Wann hat sie das erfahren? Oder wann wird sie das erfahren, inshallah ta'ala? Erst am jüngsten Tag. Vielleicht schon in ihrem Grab, Allahu alam. Aber ganz sicher wird sie es wann erfahren? Am jüngsten Tag. Und da sehen wir, es kann sein, dass du eine kleine gute Tat getan hast. Und vielleicht wirst du dafür gar keine Gegenleistung hier im Diesseits bekommen. Aber sei dir sicher, die Vergeltung des Guten ist immer das Gute. Genauso wie die Vergeltung für das Schlechte immer das Schlechte ist. Kemal tadilu tudan. Wenn du Unrecht tust, sei dir sicher, das wird zurückkommen. Früher oder später. Vielleicht gar nicht im Diesseits. Ja, es kann sogar sein, dass Allah Ta'ala dir sogar mehr gibt, nachdem du Unrecht begangen hast. Aber er gibt dir nicht mehr, weil er dich so lieb hat, sondern ganz im Gegenteil, weil er dich satt hat. Weil er dich in die Irre gehen lassen möchte. Und deswegen hört man, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Wir werden sie Schritt für Schritt vom Weg abkommen lassen, von wo sie es überhaupt nicht erwarten. Es kann sein, dass Allah Ta'ala, wie es Allah an anderer Stelle im Koran sagt, eine Stadt, nachdem sie Unglauben begangen hat und Unrecht begangen hat, mit Segen überhäuft, mit Materiellen überhäuft, aber Allah Ta'ala, er hat nichts Gutes mit ihr vor. Und er wird sie in einem Moment, wo sie es gar nicht erwarten, plötzlich nehmen und plötzlich bestrafen. Das kann Generationen dauern, aber es wird kommen. Allah Ta'ala, er vergisst nicht. Und deswegen, sie hat eine kleine gute Tat getan. Und Allah Ta'ala, er hat es ihr gleich vergolten, indem sie dann diesen Segen bekommen hat. Und deswegen wird dann überliefert, dass sie plötzlich die schnellste von ihren anderen Freundinnen gewesen ist, die mit ihr waren. Und sie fragt, sie, hast du irgendwie dein Esel ausgetauscht? Sagte, nein, es ist derselbe Esel. Und dann plötzlich hatte sie doppelt so viel Milch gehabt. Anfangs hatte sie nicht mal ausreichend Milch für ihren eigenen Sohn. Und jetzt plötzlich hatte sie immer eine volle Brust gehabt. Und konnte beide Kinder stillen. Und als sie dann angekommen sind, in ihren Wohnstätten, da hat plötzlich Halima As-Sa'diyya diesen Segen gemerkt. Immer dort, wo ihre Tiere weiden gegangen sind, gab es Gras. So dass die anderen Leute schon gesagt haben, lasst eure Tiere dort weiden, wo Halima ihre Tiere weiden lässt. Aber immer sind ihre Tiere mit einem vollen Euter zurückgekehrt, während die anderen trotzdem abgenagelt waren. Das ist natürlich der Segen unseres Propheten, sallallahu alaihi. Sie hat den Jackpot gezogen bei dem Hedjazam. Das ist so wie ein Sechser mit Zusatzzahl im Lotto. Ja? Das muss man erstmal schaffen natürlich. Ja? Also, dass du gerade den Propheten abbekommst, das ist der Jackpot. Ja, das ist der Jackpot, den kann man nicht übertreffen. Der größte Jackpot in deinem Leben, den es in der Menschheitsgeschichte gibt, dass du ja, gerade den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bekommst. Besser geht es nicht. Und dementsprechend auch dieser gewaltige Segen. Und die Milch von Halima As-Sa'diyya war so mit Segen gefüllt gewesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie sie es überliefert hat, so schnell heranwuchs an einen Tag wie ein anderes Kind in einem Jahr. Also übertrieben, natürlich hat man das. Aber er ist sehr, sehr schnell herangewachsen, sallallahu alaihi wa sallam. Und dieser Segen war so gewaltig gewesen, dass Halima As-Sa'diyya nach den 2 Jahren, die vereinbart gewesen waren zwischen ihr und der Mutter, gesagt hat zu ihrem Mann, wir müssen ihn unbedingt weiter bei uns behalten. Wir dürfen ihn nicht weggeben. Er ist so ein Segen für uns. Wir dürfen ihn ja nicht zurückgeben. Und sie kehrten dann zurück zu der Mutter. Und sie hat so lange auf sie eingeredet, auf Amina nach diesen 2 Jahren und ihr Angst gemacht vor den Krankheiten und den Epidemien und weiß ich nicht, was alles passieren könnte in ihr Mekka.
bis dann Amina schweren Herzens zugestimmt hat und gesagt hat, nehme ich noch für einige Zeit. Und jetzt sollte etwas geschehen. Und jetzt sollte etwas geschehen, womit Halima nicht gerechnet hat. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich noch auf einen anderen Aspekt eingehen, den ich jetzt gerade nicht erwähnt habe. Und zwar eines muss ich immer wissen. Nochmal zurück zu Halima, als sie dann Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genommen hat. Eine ganz wichtige Lehre ist, immer das, was Allah für dich aussucht, ist das Bessere für dich. Guck mal, sie wollte gar nicht den Propheten haben, oder? Wollte sie ihn haben? Sie wollte ihn nicht haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn für sie bestimmt. Und immer dann in deinem Leben, wenn du die Mühe gegeben hast, alles getan hast, und dann es aber nicht so klappt, wie es eigentlich sein sollte, dann sei dir sicher, auch wenn es auf dem ersten Blick erst einmal negativ erscheint und du benachteiligt bist, sei dir sicher, wenn es Allah für dich ausgewählt hat und du das verinnerlicht hast und geduldig bist, liegt darin das Bessere für dich. Auch wenn du es nicht auf Anhieb erkennst. Ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt. Dass Dinge, wo du denkst, subhanallah, das kann doch gar nicht gut sein, plötzlich nach einigen Monaten sich herausgestellt, das war das Bessere für mich gewesen. Das ist unglaublich. Das war das Bessere für mich gewesen. Ich gebe euch mal ein aktuelles Beispiel. Ja, das ist von mir und meiner Frau. Ich bin ja im Dezember zur Umrah gereist und eigentlich sollte ja meine Familie mitkommen. Und subhanallah, die konnten nicht mit den Kindern fahren, also ich musste dann alleine fahren, weil meine kleinste Tochter nicht geimpft werden konnte, weil sie erkältet war. Na, erstmal natürlich sehr traurig gewesen. Und subhanallah. Ja. Aber khair, inshallah liegt daran etwas Gutes. Aber erstmal erkennt man das Gute natürlich. Umrah. Ich meine, was soll an einer Umrah schlecht sein? Warum sollte Allah subhanahu wa ta'ala dich von einer Umrah abhalten? Und dann subhanallah, kurz vor der Umrah, ja, hat meine Frau ja, Schmerzen bekommen in der Hüfte, sodass sie kaum noch laufen konnte. Und die Umrah wäre für sie eine Hölle geworden, weil man ja gerade bei der Umrah immer sehr, sehr viel laufen muss. Ja, gerade auch immer vom Hotel zum Haram. Und sie sagt, subhanallah, ja, wäre ich gefahren, dann hätte ich überhaupt nichts von dieser Umrah gehabt. Und dann kam noch ein finanzieller Aspekt hinzu, wo ich auch gesagt habe, subhanallah, ja, wir hatten uns ganz anders vorgestellt. Und im Nachhinein haben wir dann gesehen, macht du Arbeit für meine Frau, dass Allah Ta'ala ihr Shifa gibt, weil sie immer noch diese Schmerzen hat, insha'Allah Ta'ala. Vielleicht durch euren Dua wird Allah Ta'ala dann auch ihre Schmerzen nehmen, insha'Allah Ta'ala, weil sie bis jetzt darunter leidet. Aber subhanallah, im Nachhinein denkt man so, das hatten wir überhaupt alles nicht berücksichtigt. Und erstmal ist man traurig, weil man nicht mit kann. Und im Nachhinein sieht man, darin liegt das Gute. Und wir hätten große Probleme gehabt, wenn die Kinder mitgefahren wären. Und dementsprechend immer, das ist nur ein Beispiel, nur ein einziges Beispiel von vielen Beispielen. Und sicherlich in eurem Leben, in eurem Alltag habt ihr auch viele dieser Beispiele. Sehen wir immer das, was Allah für dich aussucht, ist das Bessere für dich. Wenn du mit dem Qadar Allahs, mit der Bestimmung Allahs zufrieden bist, auch wenn es für dich augenscheinlich erst einmal eine schlechte Bestimmung ist, sei dir sicher, liegt darin im Nachhinein etwas Gutes für dich. Du erkennst es nur nicht. Und Allah Ta'ala, er erklärt uns das ja gerade in der Geschichte von Musa und Al-Khidr. Was kann daran gut sein, dass ein Kind stirbt? Ich meine, muss man sich vorstellen. Ja? Al-Khidr tötet ein Kind. Also im Grunde ist er der Todesengel, der ein Kind tötet. Die Eltern sind mit Trauer erfüllt. Musa versteht das überhaupt nicht. Wie kannst du ein Kind töten? Und erst im Nachhinein, nachdem Al-Khidr Musa a.s. erklärt, warum er das Kind getötet hat, versteht er es. Weil dieses Kind, wenn es groß geworden wäre, hätte seine Eltern in die Irre geführt. Und Allah Ta'ala, er hat ihn als Ausgleich dafür ein anderes Kind gegeben. Und vielleicht liegt darin sogar eine Barmherzigkeit wie dieses Kind selbst, dass es nicht zur Rechenschaft gezogen wird für das, was es hätte. Sondern was es getan hätte, wenn es erwachsen geworden wäre. Und da sehen wir immer, das, was von Allah kommt, ist das Bessere für dich. Kommen wir zurück zu Halima. Sie hat jetzt den kleinen Muhammad, salawatu rabbi wa salamu alayhi, wieder zu sich genommen. Wenige Wochen später kam es zu einem merkwürdigen Ereignis. Ein Ereignis, was dazu führen sollte, dass Halima
Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aus Angst davor, dass ihm etwas passieren könnte, wieder nach kurzer Zeit gegen die Abmachung und gegen ihren eigentlichen ursprünglichen Wunsch, und sie hat ja Amina bint Waqf, die Mutter unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, extra überredet gehabt, damit er länger bei ihr bleibt, wieder zu seiner Mutter zurückbrachte. Was war dieses Ereignis gewesen? Die Spaltung der Brust unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar wird jetzt Folgendes überliefert. Und diese Überlieferung finden wir in Sahih Muslim. Es ist eine authentische Überlieferung von Anas ibn Malik. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, während er natürlich bei Halima war und gerade mit den Kindern gespielt hatte, Jibril alaihi salam zu ihm kam, ihm nahm, auf den Boden legte, sein Herz öffnete und aus diesem Herz eine Alaqa, und eine Alaqa ist so etwas wie ein Blutegel, etwas, was sozusagen am Herzen klebt und was dunkel ist, ein Blutegel ist ja in der Regel schwarz oder dunkel, nahm. Oder ein Gerinnsel kann man auch übersetzen. Also es hat mehrere sozusagen Bedeutungen. Und daraufhin sagte, هذا حظ الشيطان منك. Dies ist der Anteil des Shaitans an dir. Dann das Herz nahm, es in einer Schüssel aus Gold mit Semsemwasser wusch und es dann wieder an seine Stelle tat. Die Kinder rannten daraufhin zu seiner Mutter und sie riefen, Muhammad wurde getötet. Und als sie dann zu ihm rannten, kam er ihnen entgegen und sein Gesicht war blass gewesen. Als dies geschah, bekam Halima al-Sa'di Angst. Sie war froh gewesen, dass ihm nichts weiter geschehen war. Aber sie schickte ihn ganz schnell wieder zu seiner Mutter. Seine Mutter wunderte sich und sagte, du hast doch darauf bestanden, dass du ihn wieder zu dir nimmst, sonst bringst du ihn freiwillig zu mir. Nein, nein, es ist alles in Ordnung, er ist alt genug geworden. Sie sagte, nein, ich bestehe darauf, dass du mir erzählst, was vorgefallen ist. Woraufhin sie dann seiner Mutter erzählte, was vorgefallen war, und Amina bint Wahb daraufhin zum Prophet, zu Halima al-Sa'diyya sprach, du brauchst keine Angst zu haben, weil mein Sohn ist etwas Besonderes. Und sie erzählte dann die Worte, die wir das letzte Mal schon erzählt hatten. Ich habe nämlich während meiner Geburt, als ich mit ihm schwanger wurde, gesehen, wie ein Licht aus meinem Körper tritt, welches die Schlösser von Asham erhellte und erleuchtete. Und daraufhin war der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder bei seiner Mutter gewesen. Was hat das auf sich mit der Spaltung der Brust? Und dass das Herz herausgenommen wird, sein Herz gewaschen wird, dann ein dunkles Stück an seinem Herz entfernt wird, was wie Blutgerinnsel, wie ein Blutegel aussieht. Was hat das auf sich? Warum überhaupt dies? Erstens zeigt es uns auf, welche Stellung das Herz im Körper eines Menschen hat. Das Herz ist der Motor für den gesamten Körper. Das Herz ist nicht nur die Pumpe im Sinne von Pumpe, sondern das Herz ist auch der Ort, wo der Iman, der Glaube und die Spiritualität aufbewahrt wird. Das Herz ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Ala wa inna fi jasadi mubgha. Wahrlich, und im Körper befindet sich ein Fleischklumpen. Idha fasadat fasad al jasadu kullu. وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَإِيَ الْقَلْبُ. Wenn es gut ist, oder wenn er gut ist, ist der Rest des Körpers gut. Und wenn er schlecht und verdorben ist, ist der Rest des Körpers schlecht und verdorben. Wahrlich, es ist das Herz. Das Herz unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam wurde mit Semsem gewaschen. Es wurde ein Stück entfernt vom Shaitan, darauf kommen wir noch gleich zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Es wurde gewaschen, damit unser Prophet sallallahu alaihi wasallam vom Kind auf an schon auf seine eigentliche Aufgabe, nämlich Prophet zu sein, ein Gesandter Gottes zu sein und
in der Lage zu sein, die Botschaft Allahs subhanahu wa ta'ala in Empfang nehmen zu können, vorbereitet wird. Das ist keine kleine Aufgabe. Für diese Aufgabe muss ein Mensch vorbereitet werden. Und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde schon von Kind auf an auf seine Aufgabe vorbereitet. 40 Jahre lang, oder in diesem Fall 38 Jahre lang, wurde unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf den Moment vorbereitet, wo er die erste Offenbarung erhalten sollte. Was sagt uns dies? Das sagt uns, dass die Tarbiya, die Erziehung eines Menschen, von Kind auf an beginnt. Ich kann nicht warten, bis das Kind in der Pubertät ist oder schon erwachsen ist und jetzt anfangen, mein Kind islamisch zu erziehen. Ich muss im Grunde genommen schon vor der Schwangerschaft anfangen, mein Kind zu erziehen. Und deswegen sagen die Gelehrten, die Erziehung eines Kindes beginnt mit dem Moment, wo ich die Wahl treffe für meinen Ehepartner. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, tachayyaru linutafikum. Sucht euch ganz genau aus, für wen sozusagen der Tropfen, damit ist der Samentropfen gemeint, ja, konkret sozusagen vorgesehen sein soll. Von dem Moment an, wo ich heirate, habe ich im Grunde genommen schon mit der Erziehung meiner Kinder begonnen. Und dementsprechend zeigt uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf, dass es so wichtig ist, auf die Religion Acht zu geben bei der Auswahl des Ehepartners. Das steht im Vordergrund. Lass dich niemals blenden und von den Äußerlichkeiten oder anderen Faktoren, von dem eigentlichen und wichtigsten Faktor abbringen, nämlich die Religiosität und der Charakter. Das steht im Vordergrund. Denke immer daran, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass nachdem du dann vielleicht ein paar Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre mit deinem Ehepartner dann vielleicht Spaß gehabt hast und auch ihr schön miteinander gelebt habt, dass irgendwann einer auch Kinder kommen werden. Und wenn dann nicht beide am selben Strang ziehen und beide dieselbe Vorstellung von Leben haben, wird es Probleme geben, spätestens bei der Erziehung der Kinder. Und wie viele Fälle haben wir, wo es genau diese Probleme gibt? Und dementsprechend unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde von Jibril alaihi sallam eigenhändig darauf vorbereitet, dass sein Herz gereinigt wurde, damit er dann heranwachsen kann als rechtschaffender Mensch. Was nicht heißt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam kein Mensch war. Sondern genau das deutet darauf hin, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war ein Mensch gewesen aus Fleisch und Blut. Ein Mensch, der genauso Neigungen hatte wie jeder andere Mensch auch. Und wir hören heute noch, inshallah, eine Geschichte, die darauf hindeutet. Und nur weil dieser Anteil des Satans von seinem Herzen genommen wurde, bedeutet das nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam keine Neigungen mehr hatte. Ganz im Gegenteil. Sondern es sollte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nur helfen, sich auf seine Aufgabe konzentrieren zu können. Weil gerade derjenige, der die letzte Botschaft empfängt, muss ein Vorbild für die Menschen sein. Und schon von klein auf an. Und das nehme ich jetzt schon vorweg zu der Geschichte, die noch kommen wird heute, inshallah ta'ala. Stellt euch mal vor, unser Prophet hätte vorher Fehler gemacht. Oder wäre vorher jemand gewesen, der nicht auf dem richtigen Weg gewesen war. Oder er hätte Mist gebaut, wie es viele andere Jugendliche in ihrem, sozusagen in ihrer Jugend tun. Dann hätten zumindest diejenigen, die mit dem Propheten verwandt gewesen waren, immer wieder diesen Vorwurf gehabt. Ja, guck mal, wie du gewesen bist. Du willst uns jetzt etwas erzählen und warst selbst jemand gewesen, der, weiß ich nicht, Frauen angemacht hat, der das getan hat, der jenes getan hat. Wie sollen wir von dir akzeptieren? Du bist doch genauso jemand wie wir. Du hast denselben Mist gemacht, den wir getan haben. Jetzt kommst du überhaupt, du wärst ein Prophet. Das hört man auch sehr, sehr oft, kennen vielleicht auch einige von euch, ja, die am Anfang nicht praktizierend gewesen waren und dann später angefangen haben zu praktizieren. Das sind die Leute, die ich vorher kannte, sagten, du willst mir jetzt was erzählen, du warst vorher so und so gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er musste vorbereitet werden. Und interessant finde ich, dass das ganz materiell vonstatten gegangen ist. Allahu a'lam, ja, ob das im übertragenen Sinne zu verstehen ist oder nicht, aber erst einmal wird überliefert, dass sein Herz herausgenommen wurde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, es kommt doch nur darauf an, dass mein Herz rein ist. Ich brauche kein Gebet, ich brauche kein Fasten, diese ganzen materiellen Übungen, ja, brauche ich doch gar nicht. Es kommt darauf an, dass mein Herz rein ist. Nein, Jibril alaihi salam, er hat uns von dieser Geschichte gleich gezeigt, es muss immer in irgendeiner Weise mit Übungen verbunden sein. Wenn du dich reinigen möchtest,
dann musst du dich anstrengen. Dann reicht es nicht aus zu sagen, mein Herz ist rein, sondern dann muss ich beten, so wie unser Prophet gebetet hat. Dann muss ich fasten, so wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gefastet hat. Dann muss ich versuchen, gegen meine Neigungen vorzugehen. Weil anders werde ich die Läuterung und die Reinigung meines Herzens nicht erlangen können. Es ist immer mit Anstrengungen verbunden. Immer mit körperlicher Anstrengung verbunden. Und hier wurde uns das ganz bildlich gemacht. Es wurde das Herz herausgenommen und gereinigt. Um es nochmal zu sagen, alleine nur der Wunsch, sich reinigen zu lassen, reicht nicht aus. Sondern man muss dafür auch etwas tun. Und in diesem Fall wurde sogar das Herz unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam aus seinem Körper genommen. Und jetzt, nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder bei seiner Mutter gewesen war, wird nicht mehr viel überliefert, was geschah. Bis unser Prophet sallallahu alaihi wasallam 6 Jahre alt war. Und seine Mutter mit ihm gemeinsam mit ihrem Sohn nach Yathrib ging. Warum nach Yathrib? Wir hatten das letzte Mal erklärt, weil wir waren in Yathrib gewesen, in Medina, also im heutigen Medina. Wir waren dort gewesen. Was? Die Verwandten unseres Propheten, so mütterlicherseits. Die Verwandten unseres Propheten mütterlicherseits. Sie wollte ihre Verwandten besuchen in Yathrib. Und auf dem Rückweg sollte sie zu ihrem Schöpfer zurückkehren, an einem Ort zwischen Mekka und Medina. Und zwar Al-Abwa. Ich habe mal nachgeguckt, wo das ist. Es ist direkt sozusagen in der Mitte zwischen Mekka und Medina. Dort ist sie gestorben und dort wurde sie auch bestattet. Sodass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt zu einer Vollwaisen wurde. Hatte weder Vater noch Mutter gehabt. Allah Ta'ala erprüfte ihn. Wir hatten das letzte Mal aufgezeigt gehabt, welche Weisheiten daran liegen. Wer hat sich jetzt unseres Propheten angenommen? Sallallahu alaihi wasallam. Sein Großvater Abdul Muttalib. Und zwar insgesamt für 2 Jahre. Und Abdul Muttalib hatte eine ganz besondere Beziehung zu seinem Enkelsohn Muhammad, weil er Mitleid mit ihm hatte und auch sah, dass es sich um einen ganz besonderen Jungen handelte. Und dementsprechend wird überliefert, dass Abdul Muttalib direkt an der Kaaba eine Decke hatte, eine Art Matte, auf der nur er saß. Er war der Stammesführer gewesen. Weder seine Söhne, also die Onkels unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, noch die anderen Enkel durften auf diese Matte. Der Einzige, den er auf seine Matte hat sitzen lassen, war unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gewesen. Er hat immer wieder seinen Rücken gestreicht und er hatte eine ganz besondere Beziehung zu ihm und sagte, das ist mein Sohn, der wird etwas Besonderes sein, bis dann auch Abdul Muttalib zu seinem Schöpfer zurückkehrte, und zwar als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam 8 Jahre alt gewesen ist. Und jetzt sollte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinem Onkel Abu Talib kommen, bei dem er jetzt für längere Zeit lebte. Gemeinsam auch mit Ali ibn Abi Talib, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt gewesen ist, der erst später geboren werden sollte. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wuchs jetzt bei seinem Onkel Abu Talib auf. Und Abu Talib, er sollte unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bester Weise erziehen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat auch schon sehr, sehr früh angefangen, seinem Onkel zu helfen. Wahrscheinlich hat ihm das nicht viel gebracht, finanziell gesehen. Aber das zeigt uns, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam früh lernte, Verantwortung zu tragen. Etwas, was unglaublich wichtig ist in unserer heutigen Zeit. Es gibt viele Kinder, gerade hier in Deutschland, die erst sehr, sehr spät lernen, Verantwortung zu tragen. Ja, Verantwortung regelrecht ein Fremdwort für viele ist. Und viele noch mit 18, 19 völlig verspielt sind. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat schon als kleiner Junge angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar zunächst in welcher Form? Was war seine erste Verantwortung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam trug? Ra'i Ghanam. Er war Schafshirte gewesen. Und er sollte sich um die Schafe von Abu Talib kümmern und hat auch für andere Leute die Schafe gehütet. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat auch folgende Worte gesagt, die Al-Bukhari überliefert: Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah, er hat keinen Propheten gesandt, außer dass dieser
auch Schafe hütete. Und seine Gefährten fragten ihn, wa anta ya Rasulallah, und auch du, o Gesandter Allahs, woraufhin er sagte, na'am, kuntu ar'aha ala qarariita li ahli Mekka. Ja, das habe ich getan. Und ich habe das getan als Gegenleistung sozusagen für die Leute in Mekka. Also er hat auch sozusagen die Schafe von anderen Leuten gehütet, um dafür einen Lohn zu bekommen. Also er hat schon sehr, sehr früh auf eigenem Bein gestanden und wollte seinem Onkel helfen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und hierin liegt auch eine ganz wichtige Weisheit, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch nie von anderen einfach nur Hilfe angenommen hat, selbst als kleiner Junge, sondern immer von vornherein versucht hat, auch dafür eine Gegenleistung zu geben. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Leben lang durchgezogen, insbesondere als Prophet. Ihr kennt die Geschichte, wo unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra machen soll und dann Abu Bakr as-Siddiq zu ihm kommt und er sagt, oder der Prophet zu ihm kommt und er sagt, Allah Ta'ala, er hat mir erlaubt auszuwandern. Allah hat mir erlaubt auszuwandern und du bist mein Sahib, du bist derjenige, der mich begleiten wird. Abu Bakr as-Siddiq, er hat schon dieses Gefühl gehabt, dass Allah ihm diese Ehre geben wird und sagte zum Propheten, also um Gesandter Allah, ich habe auch schon alles vorbereitet. Ein Reittier für dich und ein Reittier für mich. Was sagte daraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was hat er gesagt? Was war seine Antwort gewesen? Weiß jemand? Er sagte, bithaman. Guck mal, ist sein bester Freund. Und er sagte, bithaman. Was heißt bithaman? Nur, wenn ich das bezahle. Ich nehme das nicht an. Auch wenn du mein bester Freund bist, aber das nehme ich nicht an. Ich bin jemand, der unabhängig ist von den Menschen. Ma as'alukum alaihi min ajr. Ich will von euch keinen Lohn haben. Ein Da'ir sollte immer unabhängig sein, damit seine Worte auch Wirkung zeigen. Weil wenn du dich abhängig machst von anderen, dann zeigen deine Worte keine Wirkung mehr. Weil dann werden gerade diejenigen, die du zu Allah einlädst, die das immer wieder vorhalten. Und selbst bei der Moschee unseres Propheten Zossam, dort wo unser Prophet Zossam die Moschee errichtete, war das einfach nur irgendwie ein Stück Land gewesen, was niemandem gehört. Nein, es gehört eine Familie. Und es waren Muslime gewesen. Und sie sagten, oh Gesandter Allahs, wir schenken dir diese Moschee. Wir schenken dir dieses Stück Land. Und dann meinte der Prophet, niemals. Nennt mir einen Preis und ich werde euch den Preis bezahlen. Ich werde euch das abkaufen. Guckt mal, normalerweise eine Moschee. Aber stellt euch mal vor, er hätte das Geschenk bekommen. Es hätte ja sein können, dass irgendwann einmal Leute dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das vorhalten werden. Und dementsprechend hat uns unser Prophet gezeigt, auch schon hier, dass man von klein auf an immer jemand sein sollte, der auf eigenem Bein steht. Deswegen versuche auch deine Kinder so zu erziehen, dass sie von klein auf an lernen, auf eigenem Bein zu stehen. Dass sie von klein auf an lernen, auch eine gewisse Verantwortung zu tragen. Und interessant ist, dass gerade das Hüten von Schafen eine besondere Verantwortung ist. Warum? Weil aus diesem Schafshirten, der noch ein kleiner Junge gewesen ist, sollte irgendwann einmal ein Hirte für die Menschheit werden. Und genau aus diesem Grund sagte ja unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass jeder Prophet irgendwann einmal in seinem Leben Schafe gehütet hat. Damit sie auch diese Verantwortung lernen, weil sie eines Tages nämlich die Menschen hüten werden. Eine kleine Verantwortung, die dich darauf vorbereitet, dann eine große Verantwortung zu tragen. Und das war aber nicht das Einzige gewesen, was unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte auch schon sehr, sehr früh an den Handel herangeführt werden. Und dementsprechend wird überliefert, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wahrscheinlich im Alter von 12 Jahren das erste Mal mit seinem Onkel Abu Talib auf eine Handelsreise Richtung Ascham ging. Und wir wissen, die Quraysh, sie hatten 2 Reisen im Jahr gehabt. Eine Reise im Winter und eine Reise im Sommer. Im Winter ging es in den Jemen, weil es dann nicht so heiß gewesen war. Und im Sommer ging es dann Richtung Norden, wo es dann etwas kühler ist. Und auf jeden Fall sollte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam an einer dieser Handelsreisen schon als kleiner Junge teilnehmen. Und
Es wird überliefert, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann bei dieser ersten Reise Richtung Asch-Scham mit seinem Onkel Abu Talib hinausging und mit anderen Stammesführern der Quraysh. Und jetzt geschah etwas Merkwürdiges. Und zwar auf ihrem Weg Richtung Asch-Scham kamen die Quraysh immer an einer Mönchsklause vorbei. Das heißt, eine kleine Hütte oder ein kleines Kloster, wo sich ein Mönch zurückgezogen hat. Wie hieß dieser Mönch? Bahira. Und es kam noch nie vor, dass er in irgendeiner Weise hinauskam oder sie empfing oder in irgendeiner Weise mit ihnen gesprochen hat, sondern die gingen immer einfach an diesem Kloster vorbei und dass sie in irgendeiner Weise Kontakt mit diesen Mönchen gehabt hätten. Aber in diesem Jahr, wo unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam dabei gewesen war, sollte etwas Merkwürdiges geschehen. Und zwar dieser Mönch, er kam heraus. Und auf jeden Fall sagte er daraufhin zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der ein kleines Kind gewesen war, oder noch ein Jugendlicher, gerade am Anfang der Pubertät, هذا سيد العالمين. Das ist der Herr und der Meister der Weltenbewohner. هذا رسول رب العالمين. Dies ist der Gesandte des Herrn der Welten. يبعثه الله رحمة للعالمين. Allah, er wird ihn zu einer Barmherzigkeit für die Weltenbewohner machen. Die Leute der Quraysh, sie fragten, woher willst du das wissen? Woraufhin er sagte, إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا. Als ihr gekommen seid, ja, mir entgegen, gab es keinen Stein, noch einen Baum, der sich nicht vor ihm verbeugt hat. وَلَا يَسْجُدَانْ إِلَّا لِنَبِيٍّ. Und sie verbeugen sich nur vor einem Propheten. وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُطْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحِ. Und ich kenne ihn anhand seines Siegels, das Siegel der Propheten, direkt sozusagen an seinem Schulterblatt wie ein Apfel. Und er ging dann daraufhin, hat für sie Essen gemacht. Es gibt jetzt hier unterschiedliche Überlieferungen. Und wie gesagt, während das geschah, soll es eine Wolke gegeben haben, welche den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann auch Schatten spenden sollte. Und auf jeden Fall, wichtig ist in diesem Fall, dass Bahira dann gesagt haben soll, geht nicht weiter mit ihm. Warum? Aus welchem Grund? Weil wenn die Leute in Byzanz, das war ja sozusagen, Asch-Scham gehörte zu Byzanz, wenn die Leute in Byzanz ihn erkennen sollten, dann könnte es sein, dass sie ihm Schaden zufügen werden oder dass sie ihn sogar töten werden. Woraufhin dann Abu Talib Angst bekam und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach Mekka zurückgeschickte. Diese Überlieferung ist umstritten. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, diese Überlieferung ist nicht ganz authentisch, während wiederum andere sagen, diese Überlieferung ist authentisch. Unabhängig davon, ob diese Überlieferung jetzt authentisch ist oder nicht, das ist jetzt eine andere Diskussion, in die wir uns nicht vertiefen wollen. Eines ist sicher. Und zwar das, was wir das letzte Mal gesagt hatten. Dass die Leute der Schrift wussten, dass ein Prophet kommen wird. Und dass sie diesen Propheten besser kannten als ihre eigenen Kinder. Wie es Allah Ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, kennen ihn, wie sie ihre eigenen Kinder kennen. Es gab Anzeichen und es war bekannt gewesen, es wird ein Prophet kommen. Ich hatte letztes Mal eine kleine falsche Information gesagt, die kann ich an dieser Stelle auch korrigieren. Dieses Tal Faran, von dem ich letztes Mal gesprochen habe, was auch im Johannesevangelium erwähnt wird, dieses Tal Faran, ja, habe ich gesagt, das bedeutet sozusagen zwei Flüchtlinge. Und mit diesen zwei Flüchtlingen hatte ich gesagt, damit ist Abu Bakr und der Prophet gemeint. Nein, damit ist, wenn überhaupt, ja, wenn das sozusagen richtig sein sollte, diese etymologische Bedeutung, diese ursprüngliche Bedeutung, ist damit wer gemeint? Adam und Hawa. Nur nochmal zur Korrektur, inshallah ta'ala, vom letzten Mal. Wichtig ist einfach, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagt mir, wenn der Adhan ist, wie? Taman daqaiq. Okay, alhamdulillah. Wichtig ist, dass unabhängig davon, ob diese Geschichte wahr ist oder ob sie nicht wahr ist, dass die Leute der Schrift in jedem Fall gewusst haben,
dass es einen Propheten geben wird. Und es gibt, wie gesagt, einige Gelehrte, die sagen, dass es wahr ist. Und interessant ist, er hat gesagt, sie werden ihn töten, wenn er dorthin kommt. Aus welchem Grund? Warum sollten sie ihn denn töten? Weil sie nämlich nicht damit gerechnet hätten, dass der Prophet, der kommen wird, ein Araber ist. Sondern sie haben immer damit gerechnet, dass es was? Ein Jude ist, der von den Kindern Israels abstammt. Und hier könnte es sein, dass einige versuchen werden, die Wahrheit zu überdecken und ihn dementsprechend versuchen, Schaden zuzufügen, aus Neid und aus Hass und auch aus dem Grund, weil sie nämlich darauf warten, dass ein Prophet kommen wird von ihrer eigenen Abstammung und nicht von den Arabern. Aber das hatten wir das letzte Mal auch schon erwähnt gehabt. Kommen wir jetzt zum allerletzten Aspekt, inshallah ta'ala. Und zwar das, was ich auch angekündigt hatte, nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam mehrmals als Jugendlicher geschützt hat, eine Sünde zu begehen. Und zwar wird überliefert, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, während er die Schafe gehütet hat, hörte, dass es eine Hochzeit in Mekka gibt. Und er sagte zu seinem Freund, der mit ihm gemeinsam die Schafe hütete, lass mich doch mal heute, nimm mal meine Schafe und lass mich doch heute nach Mekka gehen, damit ich dann an diesem Fest teilnehme. Und wahrscheinlich gab es da noch irgendwelche Sachen, die mit Götzen zu tun hatten, also Dinge, die verboten waren, wie Alkohol und so weiter und so fort. Und als er dann auf dem Weg dorthin war, ruhte er sich kurz aus und schlief ein und erwachte erst, nachdem diese Hochzeit vorüber gewesen war. Und dies geschah genau zweimal. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtete selbst davon. Und er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn davor bewahrt hat. Und das zeigt noch einmal das, was wir am Anfang gesagt haben, dass Allah ta'ala unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf das Prophetentum vorbereiten wollte, damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch glaubhaft wirkt. Und zweitens, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mensch war und genauso fühlte wie jeder einzelne von uns. Aber trotz alledem Mujahedatum Nafs betrieb und sich anstrengte gegen seinen eigenen Nafs, auch wenn es Allah ta'ala ihm leicht gemacht hat. Und dementsprechend unser Prophet sallallahu alaihi wasallam darin für uns ein Vorbild ist. Stellt euch mal vor, unser Prophet wäre wie ein Engel gewesen, dann wäre er kein Vorbild für uns. Aber gerade deshalb, weil er ein Mensch war, kann er ein Vorbild für uns sein, weil er sich selbst anstrengen musste, genauso wie jeder andere Mensch. Und Nummer drei, zeigt uns dies noch einmal, wie wichtig es ist, dass man gerade in der Jugend standhaft bleibt. Und wie schwierig es auch ist, in der Jugend standhaft zu bleiben. Und das ist eine Botschaft an gerade die Jugendlichen unter uns hier. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister im Islam, er hat immer wieder betont, welche Stellung ein Mensch bei Allah einnimmt, der in seiner Jugend schon Allah ta'ala kannte und sich an die Gebote Allahs hielt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Sieben Personengruppen werden am jüngsten Tag im Schatten Allah stehen. An jenem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird. Und die erste ist Imamun Adil, ein gerechter Herrscher. Und der zweite ist wer? شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. Ein Jugendlicher, der in der Anbetung an seinem Herrn oder seines Herrn aufwächst. Im Gehorsam seines Herrn aufwächst. Und dementsprechend, ihr habt die Chance. Die meisten, die hier sitzen, haben noch die Chance, zu dieser Personengruppe zu gehören. Ob Brüder oder Schwestern. Ein Jugendlicher oder eine Jugendliche. Lasst uns versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala genau so zu begegnen. Und jetzt schon standhaft zu bleiben. Und ihr werdet sehen, wie Allah ta'ala euch erhöhen wird. Und Allah wird es euch auch leicht machen, wenn ihr diese Absicht habt. Seid euch sicher, genauso wie er es unseren Propheten leicht gemacht hat, wenn ihr diese richtige Absicht habt, wird Allah subhanahu wa ta'ala euch festigen und euch diesen Weg leicht machen, dass ihr zu dieser Personengruppe gehört, die Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag auszeichnen wird, dadurch, dass sie in seinem Schatten stehen dürfen. Möge Allah ta'ala uns zu dieser Personengruppe gehören lassen. Amin, ya Rabbil Alameen. Und jetzt sind wir am Ende, meine lieben Geschwister im Islam. Und nächste Woche, bi iznillah azza wa jalla, werden wir wahrscheinlich weitermachen mit unserer anderen Reihe, und zwar der Ruf des Iman. Ich bin mir noch am Überlegen, ob wir vielleicht nicht auch noch dann den dritten Teil über die Zeit vor der ersten Offenbarung abhandeln sollen. Vielleicht machen wir das auch, damit wir zumindest einen Abschnitt sozusagen dann abgeschlossen haben. Ich überlege mir das nochmal, inshallah ta'ala. Aber
bi'iznillahi azza wa jalla, werden wir dann bei dem nächsten Vortrag über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über die Ereignisse sprechen, bis zur ersten Offenbarung. Da gibt es noch zwei, drei Ereignisse, die wichtig sind, mit denen wir uns insha'Allah ta'ala dann auch auseinandersetzen werden. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khaira.